Heute wollen wir euch mal zeigen, wie unsere Junior-Glockenstäbe bei uns in Magmerkirchen hergestellt werden. In unserem eigenen Sägewerk wird das heimische Buchenholz aus Bayern in kleine Kanteln zugeschnitten. Die werden in unseren Drehautomaten eingelegt. Der fräst die Griffe der Glockenstäbe. Weil die Oberfläche nach dem Fräsen noch etwas uneben ist, schicken wir die Griffe im nächsten Schritt für ein paar Runden in diese große Schleiftrommel, ohne Zugabe von Lack oder Öl, dass auch schon die Kleinsten mit unseren Glockenstäben spielen können. Anschließend kommt noch der Feinschliff in Handarbeit, um den Griff nochmal richtig schön weich und glatt zu machen. Weiter geht's in der Montage. Erst einmal den Arbeitsplatz vorbereiten, Schrauben brauchen wir, die Griffe natürlich und die Glockenhüllen. Dann werden die noch leeren Hüllen fest auf den Holzgriff geschraubt. Hier kommen die Kügelchen in die Hülle, die das Glöckchen so schön klingen lassen. Und die Glöckchen werden zusammengepresst, dass die Kugeln auch sicher drin bleiben. Ab zur Tampondruckmaschine. Druck drauf und fertig. Jetzt noch rein ins Tütchen aus recyceltem Plastik. Fertig für den Versand und bereit mit euch und euren Kindern zu musizieren.